Hey. Zu der harmonisch mal und melodisch mal Sache. In uralten Zeiten der Vokalpolyphonie, als man Stücke quasi noch auf einem Modus mit unabhängigen Stimmen hatte, da hat man relativ früh schon angefangen, in Mollstücken an Schlusspunkten trotzdem mit einem Halbtonanschluss abzuschließen. Soll heißen, wenn du jetzt in A-Moll bist, so zum Beispiel, dann hättest du hier einen Halbtonanschluss. Dieses Gis hier ist aber ja in der A-Moll-Skala gar nicht drin, da wäre eigentlich ein G, dann wird es so klingen. Und das ist aber viel zwingender. Das nennt sich dann Klausel, Sopranklausel und Tenorklausel und Bassklausel und Altklausel und so weiter. Und aus diesem Denken hat sich unsere Kadenzharmonik entwickelt. Und das heißt, man hat es eigentlich schon immer so gemacht, schon sehr lange so gemacht, dass man in Moll in gewisser Weise an einer bestimmten Stelle die Regeln ignoriert hat, um diesen zwingenderen Abschluss herzustellen. Und wenn du jetzt in A-Moll bist und du schichtest einfach für A-Moll Stufenakkorde, dann bekommst du ja ein E-Moll 7 auf der fünften Stufe. Und der löst sich nicht so zwingend auf wie E-Dominant 7. Der Unterschied zwischen E-Moll 7 und E-Dominant 7 ist hier statt G das Gis. Also genauso wie hier. Das heißt, wir haben einfach einen Leitton eingebaut, um diesen Abschluss zwingender zu machen. Wenn wir jetzt A-Moll uns denken, A-Moll hat ja keine Vorzeichen, also A, C, D, E, F, G. Dann machen wir also das G zum Gis, haben wir festgestellt, damit wir diesen Akkord hier rauskriegen. Dann ist die Skala, die wir bekommen, A-harmonisch-Moll. Und da ist aber diese übermäßige Sekunde drin. Das heißt, das gibt dir den orientalischen Touch. Und die ist aber schwierig, wenn man Melodien schreiben will oder überhaupt, wenn man so Sachen jetzt auch aussetzen wollte. Und mehrstimmig. Und dann kann man sagen, ja gut, wir können das ausbügeln, indem wir den Leitton zwar behalten, aber die Sechste auch hochschieben, dann haben wir wieder nur Halb- und Ganztöne in der Leiter. Und diese vier Töne, der obere Tetrachord hier, ist quasi dann gleich wie bei A-Dur. Und anstatt A-Dur machen wir jetzt A-Moll draus. Also ist die Feststellung, melodisch Moll und Dur haben nur einen Tonunterschied. In dem Fall jetzt ist es quasi, man könnte es dir auch so denken wie A-Dur, aber mit Mollterz. Jetzt ist häufig in der klassischen Musiktheorie die Unterscheidung zwischen melodisch Moll aufsteigend und melodisch Moll absteigend. Das, was wir gerade gespielt haben, ist aufsteigend. Wenn der Jazzer von melodisch Moll spricht, meint er dieses melodisch Moll in der Regel. Und absteigend wäre das normale Moll, also das natürliche Moll oder Eolisch. Und dann hätte man die eine Variante hoch. Und die eine Variante zieht eben nach oben wegen dem Leitton. Und die andere Variante hat quasi hier einen Leitton zur Quinte, zieht eher nach unten und dann hättest du eine richtungsgebundene Leiter. Und so wird die dann auch häufig eingesetzt, weil es von den Stimmführungsprinzipien, wenn man das Ganze mehrstimmig schreibt, in einem Orchester, Streichquartett, Klavier, was auch immer, günstiger ausfällt sozusagen. Und in dieser Art kommt es zum Beispiel vor in Yesterday. Dann hast du hier melodisch mal absteigen. Und
und hier natürlich Moll oder Äolisch absteigend. Also nochmal. Also eine richtungsgebundene Unterscheidung. Das gibt es auch häufig in Makams aus Arabien und Raga-Musik aus Indien, die gewisse Töne aufsteigend auslassen und absteigend schon, oder sie dürfen auf eine bestimmte Art angesteuert werden. Oder sie sind richtungsgebunden anders, also sprich rauf die große Septime, runter die kleine oder sowas in der Art. Es ist überhaupt ein ganz interessantes... Es ist viel. Ganz interessantes Prinzip, um mit Skalen umzugehen, dass man zum Beispiel sagt, man behandelt sie richtungsgebunden, um einen bestimmten Sound zu erzeugen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Rag Bin Palasi ist im Prinzip eine dorische Skala, aber rauf ist quasi nur die Pentatonik und runter dürfen alle Töne benutzt werden oder irgendwas in der Art. Dass man nur das gedankliche Konstrukt überträgt und sagt, ich kann kreativ damit umgehen, indem ich mir eine Limitierung selber setze und damit einen interessanten Sound mache. Aber jetzt mal davon abgesehen, das ist also ein gängiges Prinzip und in klassischen Musikstücken ist es häufig eine Mischung von melodisch Moll und Äolisch und teilweise auch noch harmonisch Moll. Wenn du zum Beispiel so ein Stück nimmst wie von Tárrega oder so, so romantische spanische Komponisten. Dann hast du häufig eine Mischung von harmonisch Moll, melodisch Moll und Äolisch in einem Stück. Wenn du zum Beispiel sagst, das ist dann. Dann hast du hier eine harmonisch Moll Stelle. Das ist keine Klassik-Gitarre, aber der Punkt ist also hier das Ton. Ein Teil harmonisch mal, dann hättest du dieses, das alles in D-Moll und dann hier zum Beispiel melodisch mal aufsteigend zu D. Und dann. Geht es über einen Verminderten zurück. Also alle drei Sounds sozusagen verwurschtelt. In einem Stück. Miles Davis Flamenco Sketches, das ist so eine Serie von verschiedenen Skalenfarben. Und da ist eben eine Skalenfarbe auch harmonisch Moll. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für eine statische modale Verwendung. Und zum Beispiel Charlie Parker spielt häufig über. Also 2-5-1 nach Moll, über 2 und 5 harmonisch Moll und dann über die 1 normales Moll. Weil ja das Tempo dann häufig sehr hoch ist, also wenn du. Also wenn du zum Beispiel 2 in einem Takt hast, kommst du ja fast nicht mehr hinterher, das auszuspielen. Also jetzt hier ein Arpeggio.
Es geht ja irgendwann in einer gewissen Geschwindigkeit nicht mehr. Also spiel da hier. Harmonisch mal nach melodisch mal. Gut, jetzt, was ist mit dieser Blues-Sache? Also, das wäre ein A-Blues erste Stufe und dann hast du die vierte Stufe, wäre D7. Dann ist es jetzt 1 nach 4. Und wenn du das Ganze umdrehst und sagst, das ist definiert als 1, dann ist A die 5 davon. Also kannst du das quasi interpretieren als ein Verhältnis von Dominante nach Tonika. Also es liegt in einem Quintfallverhältnis zueinander. Und so Dominanten kann man alterieren, ganz prinzipiell. Das geht immer. Und so auch hier. Und damit verstärkst du quasi den Zug von 1 nach 4. Was man oft intuitiv macht, wenn man so Bluesbegleitungen kopiert, ist sowas. Also du verschiebst zum Beispiel einfach um einen Halbton, rutscht rein von in diesen D9 von hier. Und wenn du das nimmst, aber auf A beziehst, dann hast du hier die kleine Septime, die Terz B13, B9, also einen alterierten Akkord mit den Erweiterungen B9, B13. Darüber passt die alterierte Tonleiter und die ist ein Modus von melodisch Moll. Genau genommen ist A alteriert der siebte Modus von melodisch Moll, das heißt, die Töne von A alteriert sind genau die gleichen Töne wie von B-Flat melodisch Moll. Das sind jetzt zwei Möglichkeiten, das zu denken. Teilweise denken die Leute in B-Flat melodisch Moll, ich denke einfach in alteriert. Und zwar aus dem Grund, weil dann habe ich das Grundgerüst von einem dominanten Septakkord, aber die ganzen Alterationen zusätzlich dazwischen. Genau genommen ist jetzt hier die Quinte quasi. Müsste man das Arpeggio entweder so spielen oder so ist noch sinnvoller. Also wie man hört, eine Tonleiter, die sehr spannungsgeladen ist und die man dann aber nach D gut auflösen kann. Und das ist das Ziel. Du spielst quasi erst ein bisschen A, dann A alteriert und löst nach D auf. Oder du spielst ein bisschen A, dann B-Flat melodisch Moll, weil das die gleichen Töne sind, und löst dann nach D auf. Also zum Beispiel. Das war jetzt ohne Alteration und jetzt mit Alteration. Also hier ist alteriert nach D aufgelöst. Und das funktioniert eigentlich immer, wenn ein Quintfallverhältnis besteht. Und umgekehrt. Wenn du jetzt vom D bist und zurück aufs A möchtest, dann würdest du sagen, ja, der Normalfall, das hast du geschrieben, ist myxolydisch. Und myxolydisch Kreuz 11, wovon ich gesprochen habe, ist jetzt eigentlich nur durch einen Ton unterschiedlich zum myxolydisch, nämlich statt diesem vierten Ton ist es dieser vierte Ton, der Rest bleibt gleich. Und diese Skala wiederum
Ist genauso ein Modus von melodisch Moll wie auch die Altertonierte, nur ein anderer. In dem Fall wäre es der vierte Modus von melodisch Moll. Du könntest also statt D-Mixolydisch Kreuz 11 auch A-melodisch Moll spielen und du hättest genau die gleichen Töne als Tonvorrat. Und der Grund, warum das jetzt zurück nach A führen soll, ist der, dass du jetzt hier, wenn du dir überlegst, was ist denn die Kreuz 11 von D-Mixo Kreuz 11, dass du für D-Mixo hättest du D-E, Fis, G, A, C und D. Und für Mixolydisch Kreuz 11 hättest du D-E, Fis, Gis. Und dieses Gis, haben wir vorhin am Anfang gesagt, ist Leitton zu A. Also machen wir quasi diesen D7, diese vierte Stufe, die zurück zur ersten geht in dem Blues, machen wir ein bisschen dominantischer, indem wir diesen Leitton mit einbauen, der schön zum A chromatisch hingeht. Und das war eigentlich schon das ganze Geheimnis. Also hier war die Kreuz 11 von D. Und dann kann man ganz gut zum A zurücksteuern mit ein bisschen mehr Zug, als das normale D-Mixolydisch hätte, sozusagen. Also wenn du jetzt in A nochmal bist. Jetzt sind wir in D. Und jetzt wieder zurück nach A. Und wie gesagt, Mixolydisch Kreuz 11 und Mixolydisch haben nur einen Tonunterschied. Alteriert und Lokrisch unterscheiden sich auch nur durch einen Ton. Das ergibt sich quasi, wenn man es logisch durchdenkt, automatisch aus dem Umstand, das wir am Anfang festgestellt haben. Melodisch Moll unterscheidet sich nur in einem Ton von Dur. Wenn also Alteriert und Mixo Kreuz 11 Modi von Melodisch Moll sind, dann unterscheiden sie sich logischerweise auch beide in nur einem Ton von einem anderen Dur-Modus. In dem Fall Mixo Kreuz 11 in einem Ton von Mixo und Alteriert in einem Ton von Lokrisch. Das heißt, man muss schon mitdenken, aber es ist nicht so sehr eine Frage dessen, dass man ganz viele tausende Skalen wissen muss, sondern man muss wissen, welche alle innerhalb von einer mit enthalten sind. Also, welche sind Modi von einer anderen? Und wenn man da die Modi von Dur und melodisch Moll kennt, ist man eigentlich extrem gut aufgestellt. Dazu nimmt man noch harmonisch Moll dazu. Und ganz und Halbton haben ja im Prinzip, ich meine, Ganzton hat überhaupt keine Modi von sich selbst, das ist ja völlig symmetrisch und im Falle von Ganz und Halbton gibt es nur zwei Modi, die man zu lernen hätte, weil entweder fängt es mit dem Ganzton an und dann kommt Halbton, Ganzton, Halbton, Ganzton, oder man fängt mit dem Halbton an und hat dann Halbton, Ganzton, Halbton, Ganzton. Es sind also nur zwei Modi. Also hätte man insgesamt vier bis fünf Skalen und deren Modi und dann muss man halt wissen, wie man sie einsetzt. Und das ist aber eher mehr eine Frage der Stimmführung. Also es ist viel schlauer, das zu verstehen, indem man sagt, man macht ja einfach den Leitton oder man macht stimmführungsbasiertes Arbeiten, dass man zum Beispiel sagt, ich bin in A und spielt sowas in der Art, dann hätte man hier nicht nur ein aus der Ganztonskala abgeleitetes Ding, sondern man hat auch eine Ansteuerung von einem strukturell wichtigen Ton von D-Dur, von D7, nämlich dieser Terz. Und wir bauen die noch schön chromatisch ein, wie es oft in alten Jazz-Sachen gemacht wird. Das Oder man könnte auch noch chromatischer einbauen, so zum Beispiel. Oder wie auch immer man möchte. Also oder
Wichtig ist nur, dass ich hier an der Stelle rauskomme mit meinem Konstrukt. Und wie ich da hinkomme, ist eigentlich egal. Ich kann auch spielen statt. Das sind Töne drin, die gehören da eigentlich gar nicht hin, aber die auf schwere Taktzeiten fallen sind, die sind alle in der Skala enthalten. Das heißt, es ist schon Arbeit, aber es ist alles im Prinzip in anderen Skalen mit drin. Und das Thema Stimmführung ist deswegen so wichtig, dass man quasi in dem Fall weiß, okay, ich habe mein Grundgerüst. Und dann kann ich das auffüllen, entweder mit Mixotönen oder mit alterierten. Aber das Grundgerüst und deren Stimmführungsdinge, wie zum Beispiel, dass hier die Terz sich nach oben zum D auflöst und diese Septime in die Terz vom D auflöst, die bleiben deswegen gleich und die muss ich natürlich, auch wenn ich skalenmäßig denke, im Gesamtkonzept mit behalten. Genau, das zu diesem Thema.